Einzige, was er sagt, you're not my master. Müssen wir auf damit? Ich hab was probiert. Bin ich bescheuert? Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Sieg. Zwei Idioten in einer Glaskuppel, Working Title mit Gorobai. Hallo. Bei mir ist gerade alles ein bisschen überbelichtet, weil ich diesen Towncraft-Effekt habe, wo ich immer brenne. Ruhig. Ja, gut. Nicht viel. Beide auch. Schwund ist immer dabei. Müsst ihr jetzt mit leben, ist ein bisschen hell. Kennt ihr aus Drifter? Wenn nicht, guckt Drifter. Und dann kommt zurück und guckt das hier weiter. Keine Einwände von Goro, finde ich gut. Was soll ich denn sagen? Was? Dass die Leute Drifter gucken sollen. Ja, finde ich doch gut. Ja. Für die, die es noch nicht gesehen haben. Ja, super. Drifter war ein nettes Projekt. Mit diesem einen hier. Wie hieß er noch? Na? Diesem. Dieser Jeevy? Genau, Jeevy war dabei. So war das. Stimmt, ja. Ich wollte damals noch zum Werwolf werden, das hat irgendwie nicht geklappt. Jeevy, ne? Hm? Von diesem einen Kanal hier. GV1, genau. Oder ne, wie GV Wonder. GV Wonder. Ihr seid gar nicht lustig. Oft ist es leider so, dass wir nicht wirklich witzig sind. Ja und? Hauptsache wir finden uns witzig. War das nicht mal letztes, als in Frage gestellt wurde, warum die Leute uns gucken? Ich kann das Ganze sehr gut nachvollziehen eigentlich. Ich sag mal so, wenn ich mich selber gucken müsste, ne, also... Ach komm, wir müssen es zugeben, wir gucken uns doch selber am meisten. Das ist richtig. Ja. Ich bin dein bester Zuschauer. Was? Und du bist mein bester Zuschauer. Das sieht man in den Statistiken. Steht Dänemark. Dänemark immer bei dir. 10.000 Klicks, Dänemark. 10.000. Hatten wir nicht eine Netherkiste irgendwie? Eine Netherkiste? Nee, hatten wir nicht. Hier ist auch nix. Ach Mann. Oh, wir haben ja so viele Kisten. Ist ja nice. Wir können ja gleich noch eine Kiste mehr machen. Was macht deine Katze da? Das ist nicht meine Katze. Ach so. Wo mache ich die Kiste denn hin? Damit die nicht stört. Ich weiß nicht. Gar nicht hier. Ich habe jetzt so viele Nether-Erze, die wir noch. Forest Hill. Ich überlege gerade echt. Iceberg? Island Lab vielleicht. Haben wir noch ein Schild da, ja. Nether. Oui, oui. Die Nether. Die Nether-Kiste. Oh, der Effekt ist weg. Was hatte ich jetzt hier nochmal, eine Platin-Spitzhacke, ne? Das ging ja natürlich nicht, ne? Mhm. Wo ist denn der Eingang zu diesem Island Lab gewesen? Das war hier irgendwie drin. Haben wir noch Mithril? Ja. Kann sein. Mithril? Hallo, Mithril. Hä? Gehst du noch weiter runter? Was? Oh, kann ich die Mithril Pickaxe nicht reparieren? Nee. Mit Shiny nur. Ah, nee, hä? Achso, eine reine Mithril. Ohne Tinker. Das ist eine Mithril Pickaxe. Ohne Tinker aber gebaut wahrscheinlich. Achso. Das erklärt natürlich einiges, ne? Ja. Wir müssen mal wieder Eisen schmelzen. Ja. Hä? Ist gut, dass wir uns so einig sind, Evi. Ja. Möchtest du mir jetzt 10.000 Euro beweisen? Nein. Scheiße. Wenn ich so viel hätte, nicht mal. Nicht mal dann würdest du es machen? Nee. Warum denn nicht? Ein Zehner, Chris. Jawoll. Jawoll.
Mach im Stream. Im Stream. Sieht immer gut aus. Damit die Leute wissen, so von wegen, ah, guck mal, hier geile Sounds. Geile Sounds mit Goro, wenn ich spende. Das ist doch eigentlich, also so 50% ist, man möchte dem YouTuber oder dem Streamer was Gutes tun. Die anderen 50% sind, oh, aber guck mal die geilen Sounds. Und ich will im Stream, dass jeder meinen Namen sieht. Ja, genau. Ich mache jetzt hier so eine exklusive Ankündigung bei Zieg, Leute. Erstmal laggt der Server wie scheiße und ich weiß nicht wieso. Weil ich in der Stadt bin gerade, glaube ich. Und dann habe ich mir jetzt selber geschworen, dass ich mehr streame. Habe ich mir auch geschworen, habe es dann nicht gemacht. Ja, was? Nicht labern und nicht ankündigen, machen. Ja, okay, dann mache ich. Apropos machen. Wir wollten ja nochmal so jetzt für Sachen, die man dann vielleicht doch nicht macht. Wie läuft's eigentlich hier im Fitnesscenter mit dir? Ja, weil ich gerade die scheiß Vorbereitung habe, ist das leider abgeblasen. Um Ausreden nicht verlegen, aber ich kenne das ja. Eigentlich sollte ich lernen. Trotzdem lerne ich nicht und mache trotzdem nichts. Kann ich theoretisch auch ins Fitnesscenter gehen. Aber ich habe ja zu Hause einen Cross-Trainer, da stelle ich mich ab und zu mal drauf. Das wäre das cool. Ja, so. Du musst dich jetzt auch gar nicht verteidigen. Also das ja, ist ja. Auch. Nee, die erste wurde wieder gepommelt, das war ja klar. Na, du alter Pommler. Daher, du musst dich gar nicht verteidigen, Levi, ist es natürlich. Erstmal gucken, ob dein Amboss auf dem Angel Block steht. Ich kenne das ja selbst. Das Schlimmste daran ist ja, man bezahlt die Scheiße und geht nicht hin. Ja, das ist, glaube ich, wirklich das so. Das ist so das Schlimmste. Das Schlimmste. Jeden Monat ein 20. Und das Studio denkt sich, ja geil, der kommt nicht. Den ist es ja egal. Ja. Ob du kommst oder nicht, das ist denen egal. Die Kohle kriegen sie so oder so. Ja. Überweisung ist raus. Und ständig verpasst du die Kündigungspflicht, Frist. Und dann denkst du, ja. Wie viel Kündigungsfrist hast du denn? Ja, bis Ende des Jahres müsste ich jetzt kündigen. Dann könnte ich raus. Ende des Jahres? Ja. Boah. Sonst hast du wieder 2 Jahre. Aber ganz schön 2 Jahre! Ja, klar. Alter Vater. War schon heftig, oder? Ja, normale Verträge halt, ne? Ja, ich weiß nicht, so vielleicht ist es auch nur ein Jahr. Vielleicht ist es auch nur ein Jahr. Ich glaube, das erste Mal war 2 Jahre und danach ist so eine Schmauchelverträge, die du da hast. Schmauchel. Mach bald Hashtag Freiheit. Hashtag Freiheit zum Fitnessstudio. Ja, genau. Mit Nefias. Die lassen mich Leute. Nicht raus! Die lassen mich nicht raus aus meinem Vertrag. Familiakraft. Hat er nicht gesagt. Das ist doch jetzt echt kein Geheimnis, oder? Weiß ich nicht. Ist das ein Geheimnis? Dass er damals bei Dings war? Das ist sowieso kein Geheimnis. Das weiß doch eh jeder. Ja eben, das ist ja das, was ich sag. Sollte ja eigentlich. Sollte doch eigentlich kein Problem sein, dass man sagt, dass er bei Mediakraft war. Hast du gekocht? Nein. Meinst du die Squids, die da drin sind? Ja. Die habe ich da reingepackt. Calamari. Du alter Calamari-Macher, du. Ja, mein Kopf hat gerade gejuckt. Okay. Gut zu wissen. Ja, was? Ich weiß nicht ganz, was jetzt heute wieder los ist mit dir. Das ist irgendwie. Ja, es ist, weiß ich. Ist alles irgendwie unpassend, was ich erzähle. Ja. Ach, Mann. Scheiße. Aber wie du ja schon in deinen Overwatch-Videos immer wieder sagst, es wäre ja auch viel schöner, wenn ich nicht reden würde. Aber es ist auch okay. So. Hab ich es richtig gemacht oder nicht? Ich kann es ja verstehen, irgendwie. Bin ja gerade am Arbeiten, ja? Ach ja, meinst du, die Frau muss wieder in der Küche stehen und du, der feine Herr ist wieder am Arbeiten. Am Arbeiten.
So. Der feine ja. Herr. Aber Hauptsache, er kommt gleich nach Hause und sagt, wo ist denn meine Blaubeermuffins? Ja. Wo ist mein Steak? Am Arbeiten, angeblich. Arbeiten. So. Ich mach mal ein bisschen Zeug weg hier. Wo ist mein Manfred eigentlich? Das ist so grausam. Ist ihm vielleicht. Manfred, geht's dir gut? Ja, alles klar. Wir schützen ihn vor sich selbst. Ja. Hier kann das Taint nicht hinkommen. Guck mal, Manfred, das ist alles Vorteile. Jawohl, das hier ist gut. Sehr gut. So. Was war das andere, was ich gekriegt hatte? Kalendrite. Oh, das brauche ich auch. Alter, was ist denn los hier? Zwei Sachen fehlen mir noch. Zwei Sachen. Zwei Sachen. Ach du großer Gott, mein Rucksack ist ja auch noch voll. Oh, wir haben jetzt schon 78% beim Geologisten, ey. Crazy. Das ist schon nice, ne? Das ist schon, ja. Da kann man ruhig mal klatschen an der Stelle. Dankeschön, dankeschön. So. Ja, das macht viele Freunde aus, dass man dann auch klatscht an der Stelle. Weiß nicht, was du gesagt hast. Damit der andere nicht doof dasteht, meinst du? Genau. Wo der Freund sich noch da. Klatsche ich jetzt, damit er nicht doof dasteht, oder lass ich es sein? Dann klatscht man natürlich. So, so. Oder? Oh, ich hab so viel Scheiße im Rucksack. Goro wieder reingekackt. Hey, hey, hey. Hey. Das war bei CDT, ne? Oder? Hey, hey, hey ist eigentlich aus, ach, wie heißt die Serie? Draw Together. Stimmt. Da sagt doch die Foxy Love immer, hey, hey, hey. Foxy Love. Auch überhaupt, auch so überhaupt kein Klischee-Charakter. Aber so auch so eine Serie, die... Fragwürdig ja. War. Fragwürdig, ja, möchte ich es auch nennen. Ja. Hey, hey, hey. Ja, wobei war sie so frei. Ja, wobei war schon ziemlich frei. Ja, hallo. Hier, guck mal hier. Brewing Sand. Das ist braun. Kann ich sehen. Jawoll. Das heißt, jetzt kann ich Potions of Invisibility machen. Und dann? Wo gehe ich jetzt eigentlich hin? Ich wollte Milch holen. Milch holen? Ja. Ziegenmilch. So, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. So, ich brauche jetzt erstmal gleich einen Zauberstab, der... Konntest dich wieder nicht zurückhalten, ja? Mir ist die Milch ausgelaufen. Ich dachte so, hä, was ist das für ein Grafikfehler? Ich bin ausgerutscht und hab die Milch fallen lassen. Ach, Mann, Goro. So läuft das. Warte mal, wie war Milch? Das war das und Salz, ne? Ich mag Milch. Ich hab sie gern. Nee, das ist Cheese. Mist, wie mach ich denn nochmal? Mach ich da nochmal Butter? Ach, mit Heavy Cream. Butter. Butter. Oh Mann. Ich bin hier nur am Rumrennen und am Sortieren, ey. So, so. So, wo ist der dicke Zauberstab? Da hat der noch. Ah, da nicht. Ich könnte dir sagen, wo der ist. Den meine ich nicht. Oh. Hieß hier gerade eine Kuh Wilde Hilde? Ja, aber ich doch schon. Die ist doch alt schon. Hast du die schon wieder vergessen? Ja, ich dachte, die hätten wir schon irgendwie. Ach. Außer sie wäre beim großen Feuerballunfall umgekommen. Ah, ne, beim Bogenunfall, den du da hattest. Beim großen Feuerballunfall. Oh, das war beim großen Feuerballunfall damals. 1996, beim großen Feuerballunfall. Vor allem der Feuerballunfall ist Programm.
Bei dem hier. Ah, warte mal kurz. Er hat es nicht mitbekommen, er hat sich gemutet. Okay. Hi. Was ist los? Nix. Ja, Straw Golem, mach ihn fertig. Nee, der macht nichts. Außerdem bist du nicht. Der macht überhaupt nichts, macht er. Ja, weil der nur dumm rumstellt. Einzig, was er sagt, you're not my master. Müssen wir mal auf damit? Ich hab was probiert. Bin ich bescheuert? Sei bescheuert. So ein Feuerballjunge. So, warte mal, wie krieg ich denn die Notes nochmal gefangen? Wo ist denn das Glas? Wie ging das nochmal mit dem Glas drumherum bauen und dann. Dann bringe ich mir mal ein paar Notes nach Hause hier. Da. Nein. Falsch. Hä? Moment. Taumaturgie? Nein, aber den muss ich auch bauen. Butter, Salz und Backware. Boah, das ist ja voll ätzend, ey. Taumcraft, wer hat sich den Scheiß ausgedacht? Das ist voll der Scheiß. Der berühmt-berüchtigte Dr. Taum. Das ist voll der Scheiß, ey. Der Dr. Taumkraft. Brain Imager. Er hat sich damals eine Kraft gewünscht. Träume erfüllt. Was sagt die Zeit eigentlich? Die Zeit sagt, ist jetzt gleich vorbei, wenn ich das gefunden habe, was ich gefunden haben wollte. Tun. Gefunden haben wollten würde. Tun. Totentun. Endlich mal wieder was Totentun. Ja. Ich schwimme gerade im heiligen Wasser. Ja. Habe ich reingepischert. Okay, ich auch gerade. So, ich brauche ohne Ende fucking viel Glas. What the fuck? Warum ist das so? Apropos reingepischert. Hast du mal überlegt, wie viele Leute einfach ins Meer pissen? Ja, klar. Und man geht drin schwimmen. Ja. Und schluckt die Hälfte noch. Ja gut, aber Salzwasser, da bist du ja eh mit Schlucken so ein bisschen vorsichtiger, oder? Nö. Du schluckst alles, was salzig ist, oder? Ja, direkt. Direkt. Da kommt so ein Schluckreflex bei dir hoch, sobald es salzig ist, oder? Ja, sobald es salzig wird. Inhaliert. Ja, ich erschrecke mich auch selbst immer. Dass das passiert. Ah. Und was Goro bei das noch so schluckt. Was auch wieder richtig. Was Goro bei noch so schluckt, das könnt ihr morgen bei ihm erfahren. Gar nichts. Bis dahin. Ciao.